Amen. Ik wil nog prachtige zagen. Dat is wat we vertellen, nee, zo. Johannes Römer, dat ik dat hart toe erkend. En nogmaals, een wekelijks verbruik kan ze meenemen. We hebben 10.000 daarvan besteld. En tweitens, hier is wat informatie van het Gallus Bibelinstituut. Wie interesse had, kan einfach een kopie meenemen of via livestream een antwoorden. Oké, laten we het woord openen bij Johannes 16, vers 24. Johannes 16, vers 24. Ik möchte sprechen heute über ein sehr einfaches Thema, nämlich das Gebet. Es ist einfach, aber ich denke im Allgemeinen sehr wenig praktiziert. Wir wissen alle, wir sollen mehr beten, wir sollen Zeit ins Gebet nehmen, aber ich denke, die meisten haben immer so etwas von, ich möchte gerne, das Fleisch möchte gerne, das Fleisch ist schwach, der Geist ist vielleicht willig, das Fleisch ist sehr schwach. Und heute möchte ich was lesen aus Johannes 16, Vers 24, so eine thematische Predigt über das Thema das Gebet. Johannes 16, Vers 24. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Was wir beten. Vater, danke, dass du gerne hast, dass die Freude, die du gibst, auch in uns lebt und dass ihr vollkommen seid, dass wir erfüllt mit deinem Geist und wir dich an Freude haben, obwohl vielleicht physisch oder in Umständen da Sorgen, dass da Trübsalen sind, die uns quälen, aber wir können in dir unsere Freude haben. Alles, was wir auf dem Herzen haben, bei dir bekannt machen und du möchtest auf deine Zeit das Gebet beantworten, wenn wir zu dir kommen, als unsere himmlische Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus. Wir danken, dass du unser Gott und unser Vater geworden bist durch Jesus Christus alleine und beten in seinem Namen, dass du mich nun erfüllt mit deinem Heiligen Geist, um dieses Thema von das Gebet so gut und verständlich möglich zu weiterzugeben. Wir beten das alles in Jesu Christi Namen. Amen. Nun, eine Sache, die sehr fehlt heute in die meiste Gemeinde, ist klare Predigt. Predigt, die dich vielleicht was schmerzt ins Gewissen, ins Herzen, weil die Dinge sind nicht richtig, klare, lehmäßige Predigt, aber du musst wissen, was Gott für gut und schlecht hältst. Es wird nicht mehr getan. Der Grund ist ein, was die Leute heute sagen von ja, aber dann beleidige ich Leute, dann kommen Leute nicht mehr zurück. Das ist vollkommen unwichtig für einen Prediger, er muss die Wahrheit predigen. Wenn du nur denkst, Leute kommen nicht in die Gemeinde, dann musst du niemals auf die Straße gehen, hier in St. Leute, Herr und das Evangelium predigen. Weil Leute sagen dann echt nicht, Mann, ich muss da hin. Mit Ausnahme, wenn sie sich bekehren, dann kommen sie vielleicht. Nun, Gebet ist eigentlich sprechen mit Gott. Ganz einfach. Du kannst einfach mit Gott sprechen, wie du mit deinem Vater, deiner Mutter oder mit deinem Ehemann und Ehefrau sprichst. Und eigentlich ist Gebet das bekannt machen bei Gott. Alles, was du brauchst, alles, was du denkst, dass du brauchst, einfach in Vertrauen zum himmlischen Vater sagen. Das ist eigentlich das Gebet. Und daneben ist auch verbunden, überlegen, meditieren über das, was Gott sagt. Gott spricht zu dir durch das Wort. Und du kannst mit ihm sprechen durch das Gebet. Und du kannst jeden Moment zu ihm kommen. Ja, wenn du sagst zum Beispiel, wenn du klein bist, ich muss mit meinem Papi sprechen, ja, Papi ist weg. Und oh gut, heute hast du diese Phones, diese Nachteils und so weiter, iPhones. Aber früher musstest du dann warten, Papi kam nach Hause und musst mit Papi sprechen. Das ist nicht mit Gott so. Du kannst jeden Moment im Namen Jesu zu Gott kommen und mit ihm ins Gebet alles, was du auf dem Herzen hast, weitergeben. Und das Gebet kann man unterteilen in vier Teile. Du kannst het thema van Anbetung nemen. Gott möchte angebetet werden. Er verdient Anbetung. Für wen er ist. Zweitens, Danksagung. Es gibt sehr vieles om voor zu danken. Du kannst Gott danken für deine Rettung. Du kannst ihm danken für deine Eltern. Du kannst ihm danken für eine Ortsgemeinde, wo man in Freiheit in Herrn anbeten kann. Du kannst ihm danken für deine Arbeit. Du kannst ihm danken für deine Freunde. Es sind so viele Dinge, om dankbaar zu sein. Und wir sind undankbar, Amen, als menschliche rettete Sünder. Am Moment, dass wir an Zeit ohne Papi oder Mami oder Arbeit oder Geld sind, dann denken wir, oh, es war eigentlich gut, dass ich damals zu Hause wohnte und dass Mami für mich gesorgt hat, dass ich einen Mann und eine Frau oder einen Vater oder Mutter hatte und Geschwister habe. Man schätzt das mehr, wenn man es nicht hat oder direkt um sich hat. So ist es einfach. Also lerne hier dankbar zu sein für was man hat. Wenn ich da in eine Moslemländer gehe und ich komme zurück, in die Schweiz komme ich schon mit dem Flieger nach Zürich, denke ich dann, es ist alles Ordnung, es ist sauber, es ist Freiheit, um einfach recht zu tun, was christlich zu äußern.
Das schätze ich viel mehr, wenn ich ein paar Wochen da gewesen bin. Und ich vergieße das sehr schnell, wenn ich wieder hier bin. So, ich kann euch ermutigen, wenn ihr mal Interesse her habt, kommt mit, um in so eine Missionsreise, so ein Land zu gehen, wo es keine Freiheit gibt, wo es keine Reformation gegeben hat. Dann schätzt man mehr, was man nie hat. Drittens, neben Anbetung und Danksagung, bekenne deine Sünde. Jawohl, wir sind errettete Sünder, wir sind Heilige in Christus, aber wir können und sündigen oft jeden Tag. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, uns die Sünde zu vergeben und uns zu reinigen von aller Untugend. Bekenne deine Sünden zu Gott. Oder halte deine Rechnungen kurz oder klein. Mit anderen Worten, bekennen es. Jeden Tag wird es nicht, dass du dann eine ganze Liste von unbekannten Sünden hast und nach ein paar Monaten sagst, muss ich mal wieder das zum Herrn sagen. Zweitens, du brauchst kein Beichte, wie die katholische Kirche, dass du zum anderen gehen musst. Nein, du musst es zu Gott sagen. Aber wenn du dich versündigt hast an deinen Vater, einen Freund, einen Bruder, wer auch, du musst das auch mit ihm in Ordnung bringen. Und drittens, es gibt das Punkt von Fürbitte. Gott möchte, dass du auch bittet für andere, für die Obrigkeit, für Brüder und Schwestern, für Missionare, für Pastoren, für Arbeiter in der Ernte, für die Obrigkeit, für Unerlöste in deiner Umgebung, deine Eltern, für deine Kinder. Betet für sie. So wichtig. Nun, wenn wir beten, beten wir zu Gott im Namen Jesu Christi durch den Heiligen Geist. Niemals in der Bibel sehen wir, sondern den Heiligen Geist anbeten. Das sieht man oft heute bei pfingstcharismatischen Gruppen. Oh, Heiliger Geist, komm, oh, Heiliger Geist, dies, oh, Heiliger Geist, ist ein Blödsinn. Die Bibel sagt in Johannes 16, der Heilige Geist führt dich in aller Wahrheit und er spricht von der Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ein geisterfüllte Person spricht von der Herr Jesus Christus und von der Heiligen Schrift und nicht von sich selber, von seinen Erfahrungen oder vom Heiligen Geist. Das ist sehr wichtig, weil die meisten drehen das ziemlich um. Daneben sagt Gott auch im 1. Thessaloniker 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Ohne Unterlass, was heißt das? Du kannst am Morgen oder am Abend ein eigenes Gebet haben, wenn du ins Bett geht oder ins Bett liegt vielleicht. Du kannst vielleicht als Familie am Abend zusammensitzen und da hast du dann, jemand liest ein Stück aus der Bibel und dann kann man beten. Aber du kannst auch während der Arbeit beten. Ungläubige beten auch. Du hast vielleicht mal gehört, wenn Zimmermann ist und jemand schlägt sich ein Potzfein auf den Daumen, dann hörst du Gott und dann kommt ein Wort, was eigentlich ein Gebet ist. Ich habe es oft gehabt, hè? Ich habe es dann, kein Zimmermann, aber ich war dann früher ein Fußballfan mit vielen Ungläubigen. Na, eine große Chance, neben dem Tor, über dem Tor. Und dann hörst du da eine Menge Fluchen. Und dann sage ich, in einiger Zeit, nach meiner Bibel, habe ich gesagt, hey, du musst nicht so viel zu Gott beten. Zu Gott beten, was meinst du? Ja, du fragst, ob Gott dich verdammt. Ja, das stimmt eigentlich. Aber ich bete, dass dein Gebet nicht erhört wird. Danach kannst du dann, weißt du, mit ihm ein bisschen ein Gespräch anfangen. Da wird sehr oft gebetet von Ungläubigen, wenn sie sagen, ja, ich fluche Gott. Nein, du fragst Gott, ob er dich verdammt. Ich sage immer, mach, hey, du brauchst nicht noch mal zu fragen. Du bist schon verdammt, sagt die Bibel. Johannes 3, Vers 36. Wie nicht glaubt, ist schon gerichtet. Das sagt die Bibel. Und da kann man, wenn man es weise tut, eins auf eins, Zeuge von Jesus Christus. Öffentlich Gebet ist auch gut, wenn man in einer Ortsgemeinde ist. Wir haben unsere Gebetsstunde, Dienstagabend, sage ich es nochmal, um 8 Uhr, so wichtig. Wenn du kannst, nimm Zeit, um einfach da zu kommen und etwas aus Gottes Wort zu hören. Wir haben nun angefangen mit Johannes-Evangelium, ganz praktisch über wer ist Jesus Christus und wie kann man sicher sein ewiges Leben zu haben. Wir sollen das kommende Jahr besprechen, nach der 8. Aber wenn möglich, komm in die Gebetsstunde. Als Gemeinde, betet füreinander. Nimm Zeit, spezifisch füreinander zu beten. Wesley hat mal gesagt, Gott tut nichts als eine Antwort auf Gebet. Das ist viel wahr. Man kann auf die Straße gehen, man kann es predigen, aber wenn Gott und Heiligen Geist die Predigt nicht in Kraft gibt und nicht Leute vorbereitet, das kommt nicht rein. Das sind nur Worte ohne Kraft von Gott. Und du brauchst Kraft von Gott. Und das brauchst du, wenn da Schwierigkeiten in der Familie sind, in der Arbeit sind. Nimm Zeit, um das mit dem Herrn zu besprechen. Nimm Zeit, um eine Gebetsstunde zu besuchen. Wenn möglich, nimm die Kinder mit.
dass sie sehen, Mama oder Papa findet das wichtig, in der Zeit um zu beten. Aber du kannst auch nicht sein, du kannst auch zu Hause, aber versuch eine Zeit, wenn du sagst, ich gehe hier auf jede Stunde in Gebet, spezifisch für Dinge zu Hause, Dinge in der Arbeit, für meine Familie, für meine Bekannten, für die Nachbarschaft. Denk mal nach, alle Leute, die in einer Umgebung wohnen, wer betet für sie? Wenn du nicht für sie betet, niemand betet für sie, sie haben keinen Schutz. Niemand kümmert sich um ihre Seele. Gott hat dich da platziert, irgendwo hier in der Schweiz oder in Österreich, um ein Zeuge, ein Licht zu sein. Betet, sie brauchen das, ohne dass sie es wissen. Und du kannst auch an der Stelle beten. Nehemia zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ich möchte es mal, du kannst es mal selber nachschauen. Das ganze Buch Nehemia wird dann regelmäßig erwähnt. Aber in Nehemia Kapitel 2, da ist er ein Schenker bei der König. Und der König sieht, dass er schwermütig ist. Er hat ein trauriges Gesicht. Und dann sagt der König, ja, was willst du eigentlich? Vers 4, Nehemia 2, Vers 4. Was forderst du denn? Und dann sehen wir, bevor er antwortet, da bat ich den Gott von Himmel und sprach zu dem König. Mit anderen Worten, du bist in der Arbeit und du musst etwas tun oder eine schwere Situation. Du kannst beten gehen, was muss ich sagen, was muss ich tun, wie muss ich antworten, wie muss ich reagieren. Betet auf die Stelle, still. Und Gott gibt dich dann die richtige Antwort, die richtige, das der richtige, um zu tun. Lerne an der Stelle zu beten für Weisheit. Du kannst auch, wenn du was langweilige Arbeit hast, wenn du vielleicht einen LKW fährt, du kannst beten. Du kannst hier, ich habe das hier bei mir, ein Büchlein mit Notizen. Dann bete ich für Gemeindemitglieder, für Missionare. Wenn ich im Auto bin, ich habe echt noch niemals einen Autounfall gehabt, wenn ich noch kein Auto gehabt habe, habe ich ein Fahrrad so einfach gebetet. Ja, dann fährst du überall gegen. Nein, ich habe niemals einen Unfall gehabt. Du kannst die Zeit nehmen, um zu beten. Nutze die Zeit. Die meisten haben einen Kopfhörer auf und hören ihre Tananana. Musik oder was auch immer. Du kannst die Zeit nehmen, um zu beten. Wenn du Auto fährst, unterwegs bist, im Bus und zu bist, du kannst beten da. Nimm die Zeit, nütze die Zeit, um zu beten. Ein älterer Bruder, seinen Namen vergessen, die hat dann einen Jünger oft getroffen, Prediger. Dann hat er immer gesagt, wenn er einen jungen Prediger getroffen hat, Bruder, treffe ich dich betend an? Das war eine Sache. Was ein betender Geist. Du bist immer im Gespräch mit dem Herrn. Das ist eine schöne Sache, die Gegenwart des Herrn üben. Das ist eigentlich, wenn man einen betenden Geist hat. Das kann man als Hausfrau tun. Du hast Sachen zu putzen zu Hause, Dinge zu erledigen, Posten. Du kannst beten. Zeit nehmen, um zu beten. Du bist vielleicht da auf dem Land tätig. Du kannst beten. Das ist viel Zeit, um zu beten, wenn du deine Arbeit tust. Du kannst auch die Zeit nehmen, zum Beispiel ein Versenmäppchen, um ein paar Bibelstellen aufzunehmen. Kannst du deinen Namen von Leuten schreiben, hinter sich ein Gebet aufschreiben, die Gebete von Paulus, am Anfang von seinen Briefen. Du kannst die Gebete durchbeten für Missionare, für Gemeindemitglieder, für deine Kinder, deine Eltern. Nütze die Zeit, um spezifisch zu beten, da liegt so ein Segen in. Viele Ungläubige, die beten nur, wenn sie Probleme haben. Jemand fällt aus dem Flugzeug. Oh mein Gott. Verdammt, dann beten sie. Oh mein Gott. Aber anders beten sie nicht. Nur wenn da der Tod vor Augen ist, wenn da schwierige Sachen sind, oh Gott, hilf mir. Dann muss Gott plötzlich da sein. Aber anders hat man keine Zeit für den Herrn. Ich habe es schon mal erwähnt, ich war nur gut, mein erstes Mal, als ich ein Gebetsschule besucht habe, ich war damals 16 Jahre alt, reformierte Kirche, nicht von neuem geboren. Meine Mutter war im Krankenhaus, Krebs wurde bei ihr gefunden. Sie musste dann Chemotherapie haben für so viele Wochen. Und da war eine Gebetsstunde. Während der Woche habe ich eine Gebetsstunde von der reformierten Kirche besucht. Da waren nicht gerade viele Leute. Warum war ich da, um zu beten für meine Mutter? Warum? Weil wenn es mir schlecht ging, dann habe ich angefangen zu beten. Und dann habe ich da, das war das erste Mal, dass ich gelernt habe, hey, nicht nur wenn es dir schlecht geht, auch wenn es mir gut geht, soll ich die Zeit nehmen, um zu beten und nicht mein Champions League Match anzuschauen, von meinem favorite Club Ajax oder so. Weißt du, da hat man Zeit vor. Das ist kein Problem. Wenn man sagt, ja, ich habe heute, diese Woche, 2, 3 Champions League Matches angeschaut. Ja, was cool, das und das. Und wenn ein Bruder untereinander sieht, hey, wie war die Gebetsstunde? Und mit, was, Gebetsstunde? Dann ist schon ein bisschen übertrieben, ja, Gebetsstunde während der Woche. Was? Eine ganze Stunde beten und Bibelstunde? Während der Woche? Wow. Das ist ein bisschen super religiös oder gefährlich, fundamentalistisch, nicht? Wenn du 3 Matches anschaut von 1,5 Stunden, sagt niemand etwas darüber. Ja, da hat man Zeit für.
aber nicht um mit dem lebendigen Gott zu sprechen. Und das brauchen wir, um Zeit zu nehmen, mit dem lebendigen Gott zu sprechen. Du sollst auch beten, wenn du da irgendwo auf einem Punkt bist, dass da Paulus, die ist da unterwegs auf dem Wasser, er fängt an zu singen und er sagt, Herr, rette mich. Und steckt seine Hand auf und der Herr packt ihn direkt. Wann werden Leute errettet? Wenn es ihnen schlecht geht. Freunde kaputt, Freundschaft mit Freundinnen kaputt, Ehe kaputt. Dann suchen sie Gott. In Krankenhäusern haben wir das auch oft. Ich meine, gut, da war Jahre her ein Mann aus der Schweiz, der war Krankenbruder. Und ich kam in die Gemeinde, ich habe sie dem Genen verkündigt und dann habe ich gesagt, und, was denken Sie davon? Ja, es ist schon schön. Möchten Sie in die Bibel haben? Nein. Wieso nicht? Ich habe meine Bibel verbrannt. Ich sage, was haben Sie gemacht? Ich habe meine Bibel verbrannt. Ich sage, welche Bibel? Meine Oma. Meine Oma ist gestorben, haben mir eine Bibel hinterlassen, ich habe ihn verbrannt. Und dann, wissen Sie, wieso haben Sie ihn verbrannt? Weil ich habe gesehen, was ein bisschen bitterer Geist, was da getan wird im Namen Gottes in Krankenhäusern. Sagen. Ja, welche Krankenhäuser? Ja, er war im Krankenhäuser in Liechtenstein, schon in Österreich gewesen, aber geschafft über Jahrzehnte. Und hat gesagt, wissen Sie, gesagt, ich bin kein Katholik, habe ich gesagt. Na, das weiß ich schon. Weißt du, was die Katholiken tun? Sag, na, keine Ahnung. Die Katholiken, die machen es so, die haben Dominikaner, Jesuiten, alle möglichen Priester da. Die kommen dann vor allem bei katholischen Leuten und die sagen dann, ja, es ist ein Sterbende, ich möchte Ihnen die letzte Ölung geben und noch für Sie beten. Und bevor wir das tun, Sie können sicher sein, dass Sie einen Platz im Himmel bekommen, wenn Sie einen großen Teil von Ihrem Vermögen an die Kirche, katholische Kirche, überschreiben, vorgedrücktes Formular. Sie können nur das einführen, was Sie übergeben möchten, wie viel Geld, unterschreiben. Und hat gesagt, das habe ich dutzende Male gesehen in meinem Leben. Was da getan wird, so ein Verbrechen, was da getan wird, Leute, die ihr ganzes Leben lang geschafft haben, Kirche hat nichts für sie getan, nur Kirchensteuer muss man zahlen. Wenn ihres Lebens, überschreiben sie die Hälfte, oder was man als Maximum heute überweisen kann, und dann sterben sie. Mit der Hoffnung, dass nicht so lange ins Fegefeuer brennen. Problem ist, habe ich nun verstanden, sagte, es gibt kein Fegefeuer, aber eine Hölle, und sie gehen bitte nicht mal das erklärt. Und dann habe ich die Bibel verbrannt. Na, habe ich gesagt, das kann ich schon verstehen. Aber es gibt eine Alternative. Sie haben nicht die Jesus Christus der Schrift kennengelernt durch diese katholische Sache. Das ist ein Institut, was nur Geld, Macht und materielle Sachen haben möchte. Jesus ist da nicht für gekommen, er ist gekommen, um ihre Seele zu retten. Und durch Glaube und das Anrufen seines Namens können sie die Rettung umsonst bekommen. Oh, das haben wir doch nie gewusst. Und dann konnte er davon weiter sprechen. David, die sagt, dass er dreimal am Tag hat gebetet. Wir lesen in Psalm 5. Ich möchte einfach ein paar Referenzen anschauen. Und wenn nochmal, wenn du keine Bibel hast, dann brauchst du sicher nicht nachzuschauen. Psalm 5, Vers 4. Herr, früher wolltest du meine Stimme hören. Früher will ich mich zu dir schicken und drauf merken. David hat früh den Herrn gesucht, Psalm 5, Vers 4, und dann in Psalm 55, Vers 17, sagt er, Vers 18, Entschuldigung, des Abends, morgens und mittags will ich klagen und heulen, so wird er meine Stimme hören. Er hat dreimal am Tag gebetet. Früher war das normal. Gut, morgen wurde gebetet, dann kam ich zu Hause nach der Schule, wurde wieder gebetet von meinen Eltern und dann am Abend nochmals Tischgebet. Ich war nicht von neu geboren, aber ich habe gesehen, wie meine Eltern gebetet haben. Hat mir beeindruckt. Daniel hat siebenmal am Tag gebetet. Entschuldigung, dreimal am Tag gebetet in Daniel 6, Vers 10. Betest du? Hast du eine Gebetsliste? Ja, du kannst so einen Büchlein haben oder ein größeres Büchlein mit einer Spalte, links die Gebetsanliegen, rechts wie Gott die Gebete beantwortet. Versuch das mal. Und du sollst sehen, über eine Periode von Jahren, dass Gott wie dich Gebete beantwortet. Das kann sein für Rettung von Leuten, für Missionare, für Gesundheit von Leuten, für Gemeindemitglieder, für deine Kinder, deine Eltern, deine Großeltern. Schreib es auf und bleibe beharren ins Gebet. Und du sollst sehen, dann vergisst du das, sagst du nachher, meine Güte, die Liste, drei Viertel ist schon erhört. Da gibt es Grund zu danken. Weil Problem ist, wie beten offen dann Bedürfnisse sind,
Wir vergessen oft, zurückzuschauen und dankbar zu sein für alle Antworten auf Gebet, die Gott dir persönlich hat gegeben. Zähle deine Segnungen. Betest du und fragst dich im Glauben, was betest du? Ja, Gott, ich möchte gerne einen Porsche haben oder den neuesten Lamborghini haben, weißt du, so. Also, na, wieso, Gott gibt mir das nicht? Oder ich möchte eine Toto gewinnen. Ja, weißt du, mal gesagt, Bruder, weißt du, ich habe ein Lotto-Ding gehört, kannst du mal dafür beten, dass ich Lotto gewinne? Ja, dann gebe ich sicher 10% an die Gemeinde. Ja, also, tut mir leid, Bruder, aber dafür bete ich nicht. Das ist nicht richtig, wenn man so Lotto-Spiele und Glücksspiele macht, da ist kein Segen auf. Ja, aber wenn ich es mal gewinne, ist okay, ich brauche das nicht. Kannst du behalten da. Solche Leute haben auch, die sagen dann, ja, ich möchte das haben, für meine Zwecke, und dann gebe ich auch noch ein bisschen an, die gibt man, so wirkt das nicht. Worüber betest du? Du solltest beten für das zweite Kommen Jesus Christus. Das größte Gebet, was man beten kann, das finden wir am Ende von Offenbarung 22. Und das sagt in Vers 20, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Offenbarung 22, Vers 20. In Jesus kommt bald. Wir haben darüber gesprochen, dass wir sein Angesicht sehen. Erster Lied von heute. Betet darüber, dass Jesus bald kommt, dass du ihn von Angesicht zu Angesicht sehen könntest. Das ist normal. Warum? Gott hat dich gekauft mit dem Blut seines Sohnes. Und ein Braut, das sind wir als Gemeinde ein Braut, soll ein Verlangen haben, um ihr Bräutigam zu sehen. Weißt du, wie du spüren kannst, dass du nicht wie dich nah bei den Herrn bist? Du hast kein Verlangen mehr, um Jesus zu sehen. Kannst du noch erinnern, Adam im Garten Edens hat sich versündigt und Gott kommt in den Garten und lauft da. Adam, wo bist du? Und wo war Adam? Sie versteckt. Wenn du als Eltern nach Hause kommst, ich war Junior, Junior hat sich ja hinter den Couch versteckt. Warum? Er hat von den Keksen gegessen. Er versteckt sich. Wenn du dich versündigst als Christ, dann sagst du nicht, Herr Jesus, komm bald. Dann denke ich, nein, komm, warte noch ein bisschen, ich muss noch ein paar Dinge in Ordnung bringen. Also, das ist ein kleiner Thermometer, um zu sehen, wie deine Beziehung mit dem Herrn ist. Ob du wirklich dich betest, dass dein Herr Jesus bald zurückkommst. Du sollst beten für täglichen Brot, für Vergebung deiner Sünden, für Führung, für Sieg über Sünde, bist errettet. Aber kannst du noch immer, das alte Fleisch, das möchte immer die Macht über dich haben. Ja, du kannst beten. Für Sieg über diese spezifische Sünde. Du sollst beten, dass Gott dich reinigt von deiner Sünde. Sieg über den Teufel und für Führung. Dus für alle Menschen sollst du beten, sagt 1. Timotheus 1. Auch für die Obrigkeit. Hier in St. Gallen oder hier in Herisa oder hier in die Schweiz. Betet für die Obrigkeit, für Weisheit. So wichtig. Da ist dann Aufkommen von einer Neuherstellung des Römischen Reichs, EU. Das ist ein Diktator, ein Tyrannike. Struktur, die ist nicht zu reformieren. Nou, wenn ein Land in die Schweiz darin sich unterordnet, verlierst du alle Freiheiten, die Eidgenossen seit 1291 oder in der Reformation ihr nun noch genießt. Das wird die kommende Zeit verschwinden. Ihr solltet beten für eure Obrigkeit. Betet für persönliche Sicherung, Sicherheit. Wenn du reist, wenn du heute, nimm ein Auto, Herr, führ mich, schütze mich. Wenn du heute rundum fährst, du hast keine Ahnung, es sind so viele Unfälle heute mit Leuten an Drogen, an Alkohol, die kommen da und schauen auf ihre Handy und kommen zufälligerweise bei da und viele unschuldige Leute werden so getötet. Betet, bevor ihr fährt. Daniel und David haben dauernd gebetet um Erlösung von ihren Feinden. Ze zijn ja auch Feinde. Nou, die hoffen, dass du etwas nicht bekommst oder auf die Schnauze gehst. Du brauchst für Weisheit zu beten, sagt Jakobus 1, Vers 5. Salomo, das war ein sehr weiser Mann, aber weißt du, warum er so weise war? Er hat das spezifisch für gebetet. Du möchtest weise werden. Sag, was ist weise? Weise ist Bibelkenntnis in Praxis angewendet. Du möchtest weise werden, betet für Weisheit. In 1. Könige 3, Vers 9, dann sagt Salomo zu Gott, so wollest du deinem Knechte geben ein gehorsam Herz, dass er dein Volk richten möge und verstehen, was gut und böse ist. Dann kannst du für Weisheit beten. Das ist ein gutes Gebet. Paulus fragt für eine gesegnete Reise, wenn er nach Rom kommen möchte. Das ist beten für Kleidung, Wohnung, Nahrung. Für Leute, die du nicht gerne hast, sagt, ich habe doch einen Typ, ich hasse den Typ dann, sagt Gott, sagt, bete für deine Feinde. Weißt du, warum das so gut ist für dich? Weil wenn du das nicht tut, kommt da ein Groll an Verbitterung in deinem Herzen.
Und dann erlaubt unbewusster schon ungläubige oder vielleicht christliche Person, die etwas Böses bewusst getan hat, dein Leben kaputt macht, weil du erlaubst am Hut von Bitterkeit in deinem Herzen zu wachsen. Das ist nicht richtig. Lerne zu beten. Segne und fluche nicht. Segne diejenigen, die dich fluchen, sagt Matthäus 5, Vers 44. Betet für die Kranken. Betet für Leute im Parlament, in Bürgermeister, für Bundesrat. Das ist alle wichtig. Betet für Ungläubige. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren gehe. Betet für deine ungläubigen Verwandten, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn. Noch mal, niemand betet für sie, denke ich. Aber ihr könnt het beten. Wenn ihr anfangt zu beten, von Gott anfangen zu schaffen in ihrem Herzen. Betet für junge Christen, dass sie wachsen in die Gnade von Jesus Christus. Wenn ein junger Christ will, ich möchte mehr Weisheit, komm zu uns. Ich kann gerne was Zeit mit dir verbringen, dass du wachsen kannst in deine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Paulus hat da immer für gebetet, dass jeder Christ fest steht in die Gnade des Herrn. Betet für Älteste, Bischöfe, Pastoren, die über dich in Dienst gestellt sind. 1. Timotheus 5, Vers 17. Betet füreinander. So wichtig. Wenn man das bedenkt, das sind so viele Dinge, wofür du beten solltest und kannst. Und ab und zu sagst du dann, ja, ich weiß das eigentlich schon, aber ich habe keine Zeit. Nein, du musst die Zeit machen. Weil im Moment, wenn man anfängt des Tages und du fängst nicht an mit Gebet und Gottes Wort, das sind so viele Dinge, die musst du da beschäftigt sein. Hast am Ende des Tages sagst du, oh ja, kann ich noch ein paar Minuten beten, bevor ich zu müde bin und dann schlafe. Aber ich sage, dreh es um, fang mal früh an zu beten. Dus versuch es mal. Een kapitel uit de Bibel, of dat was meer. Betet en dan fangt een taak aan. Dan läuft een taak veel besser. Alsof Gottes Segen, Gottes Führung zu spüren is, wenn du mit Gebet und Gottes Wort den Tag anfängt. Du sollst beten, wie die Bibel das sagt. Du sollst in Gebet, im Glauben beten. Du sollst Gott ernsthaft suchen, sagt die Schrift. Es sind ein paar Beispiele in der Bibel, dass wir eins anschauen, die angeben, dass du wirklich durchhalten musst im Gebet. In Lukas Kapitel 18, Vers 1 bis Vers 8, haben wir ein Beispiel von einem Person, der nicht aufhört, um zu fragen. Und vielleicht hast du ein großes Anliegen und sagst du Gott, ich habe so oft gebetet, aber ich sehe noch keine Frucht. Hör nicht auf zu beten und zu flehen. Lukas 18, Vers 1, das ist die Gleichnis von dem bittenden Witwe. Lukas 18, Vers 1. Er sagt ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht lass werden sollte. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht von Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselbe Stadt, die kam zu ihm und sprach, rette mich von meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, ob ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, die weil aber mir diese Witwe so viel Mühe macht, will ich sie retten, auf dass sie nicht zuletzt komme und übertäube mich. Da sprach der Hörer hier, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht auch retten, seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte Geduld darüber haben, ich sage euch, er wird sich retten in einer Kürze. Doch wenn das Menschensohn kommen wird, meinst du, dass er auf, also werde Glaube finden auf Erde? Mit anderen Worten, durchhalten im Gebet ist verbunden mit Glaube. Wenn du aufhörst zu beten, dann hast du eigentlich gesagt, ich glaube eigentlich nicht, dass Gott das schaffen kann. Ich bin entmutigt, ich habe aufgegeben. Und Gott sagt, beharre. Beharre wie diese Witwe beim ungerechten Richter. Dann sagt er, na gut, dann gebe ich das mal, ja. Und dann sagt Gott ist ein himmlischer Vater, ich möchte dich viel mehr etwas schenken, so ein ungerechter Richter, diese Witwe, aber beharre ins Gebet. Weil das zeigt dein Glauben, dass Gott dich das Gebet erhören kann. Wenn du betest, sollst du auch in Demut beten. Du sollst dich lernen zu demütigen. Ab und zu erlaubt Gott Schwierigkeiten, dass du sagst, Gott, ich schaffe das nicht. Das stimmt. Wenn wir uns demütigen und alles beim Herrn bringen und alles von ihm erwarten, kann er das Gebet beantworten. Und dann wissen wir auch, wenn das Gebet kommt, das beantwortet kommt, es ist von Gott. Es ist nicht von uns. Und nicht mal durch unsere Gebete, es ist nur seine Gnade, dass sie das mir schenkt. Und wir möchten mit Freudigkeit kommen. Freudigkeit heißt mit freiem Mut. Das ist so ein Kind, wenn ich dann in meinem Büro bin, mit der Arbeit,
Und sind die zwei zu dir kommen und so, hopp, ohne zu klopfen, rein. Und der Papa, Mami, die sind, sie willen etwas haben, sie kommen direkt rein, ohne zu klopfen. Und das ist eigentlich auch das Gleiche mit unserem Gott. Du kannst direkt reinkommen, das ist ein Bedürfnis, oh Vater, im Namen Jesu Christi, und du kannst direkt in beim Gnadenstuhl kommen und alle Anliegen bei ihm bekannt machen. Das hat er gern. Komm, nütze diese Freudigkeit. Wenn du betest, bekenn deine Sünde, wir haben das schon besprochen, 1. Korinther 11, bekenne die Sünde zu Gott, nicht zu einem Pastor oder sicher nicht ein Priester, katholischer Priester, direkt zu Gott und wenn möglich, mach es in Ordnung mit einem anderen, damit du dich versündigt hast. Was sind die Bedingungen für das Gebet, für ein beantwortetes Gebet? Erstens, du sollst beten nach Gottes Willen. Das ist sehr wichtig, du sollst ein bisschen die Bibel kennen. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 14 und Vers 15 sagt, das ist die Freudigkeit, die wir haben zu ihm, dass so wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und so wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitte haben, die wir von ihm gebeten haben. Das heißt, ab und zu musst du erst fragen nach Gottes Willen. Was ist deine Wille? Das kann eine wichtige Sache, ein Job sein, ein Lehrer sein, eine Frau, ein zukünftiger Mann. Das kann das sein. Missionsarbeit, dass du irgendwo hingehen möchtest oder so. Das sind sehr wichtige Dinge. Ja, bete darüber, frag Gottes Wille. Ist das von dir oder nicht? Frag ihn. Und wenn du fragst, bin ich sicher, Gott zeigt dich oft durch erstens das Wort und zweitens durch Umstände oder Friede im Herzen, was seine Wille ist. Nicht meine Wille, aber deine soll getan werden, sagt Jesus in Gethsemane, kurz bevor er gekreuzigt wurde. Es fängt an mit der Bibel. Dann, oft musst du erstens andere vergeben, bevor Gott dich das Gebet beantworten kann. Die Bibel sagt in Markus, Kapitel 11, Vers 25, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wo ihr etwas wider jemand habt, auf das euch auch eure Vater im Himmel euch vergebe eure Fehler. Den einander zu vergeben. Ja, und er war da eine Schwester und die musste ihre Mutter betreuen. Und sie war schon in den 90er Jahren und die hat ihre Mutter zum Herrn geführt, aber die Frau wollte gerne sterben, aber sie konnte nicht sterben. Hat die Tochter angerufen und gesagt, ja, Bruder, warum ist das so? Ich habe gesagt, hast du etwas, was du mit ihr bereinigen musst? Da war still, hat sie gesagt, ja, eigentlich habe ich noch etwas, weil das und das habe ich meiner Mutter niemals verziehen. Und irgendwo habe ich noch unbewusst an Bitterkeit, an Groll wegen das. Na, weißt du was? Sagst deine Mutter, dass du sie verzeiht. Oder bring es in Ordnung. So, okay. Das ist die Mutter gegangen, sagt, Mami, das und das und das. Und es ist nicht richtig gewesen, nicht was du getan hast, aber was nicht richtig gewesen ist. Von mir, ich habe einfach an Bitterkeit aufgebaut im Laufe der Jahre. Das war eine Sünde, ich möchte das dir für Vergebung fragen und Gott auch Vergebung fragen. Innerhalb von 10 Tagen ist die Mutter dann verstorben. Der Herr möchte, dass er noch in Ordnung gebracht wurde. Das ist auch eine wichtige Sache, dass Gott ab und zu kein Gebet beantwortet, wenn er eine unbekannte Sünde ist. Psalm 66, sehen wir das Beispiel noch einmal, Vers 18. Wo ich Unrecht vorhätte in meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören. Da kann Unrecht vorhaben, da kann etwas Falsches vorhaben. Aber Gott segne das. Ich denke, das ist nicht richtig. Du musst erst prüfen, was du in deinem Herzen vorhast, ist das richtig? Wenn du eine Bitterkeit hast, ist nicht richtig. Verzeih diese andere Person. Dann lerne im Gebet zu beten. Also, Entschuldigung, nicht im Gebet, im Glauben zu beten. Jakobus Kapitel 1, Vers 6 und Vers 7. Darin beschreibt Gott, wie wichtig es ist, wenn du etwas fragst, im Glauben zu beten. Jakobus 1, Vers 6. Er bitte aber im Glauben und Zweifel nicht, denn wer da zweifelt, der ist gleich wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewebt wird. Solche Menschen denken nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Denn im Glauben ohne Zweifel zu beten. Das auch von den wetterwendischen Leuten. Ja, vielleicht das, vielleicht möchte der Herr das. Na, frag erst, was ist deine Wille? Und dann, lerne danach zu
beten. Dan een vierde bedingung is om Gottes Gebote zu halten. Om dat te doen wat God gefällt. In 1. Johannes kapitel 3 vers 22 lezen we: wat we bieden, willen we van hem nemen, denn we houden zijn geboten en doen wat voor hem gefällig is. Leer dan recht te doen. Dat is de wichtigste woorden in deutsche Sprache is tue recht. Tue wat God gefällt, wat recht is. En dan kannst du auch ein antwoord auf ein Gebet erwarten, was dein himmlischen Vater dich gibt. Bleibe in dem Herrn, wie ein Rebe in der Weinstock bleiben muss, in der Fruchtzeit. Lerne in ihm zu bleiben, es ist auch einfacher, nach seinem Wille zu beten. Auch verbunden mit Gottes Worten. Wenn du Zeit hast, das Wort zu lesen, das auswendig zu lernen, das Wort ist in dir, ist es einfacher, aufgrund von Gottes Wort nach seinem Wille zu fragen und zu beten. Und dann gibt Gott dir das nach seiner Verheißung. Es gibt eine Menge wunderbare Verheißungen in Gottes Wort, wir sollen das noch besprechen. Lerne Verheißungen zu beanspruchen über Dinge, die du noch nicht hast, wovon du denkst, die brauche ich. Seine Wille bezüglich Ehefrau, Partner, Rettung von Leuten, Job, Lehre. So viele wichtige Dinge. Lerne zu beten nach Gottes Wille und lerne die Beziehung mit dir, mit ihm zentral zu halten. Das Wichtigste ist deine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Allerwichtigste. Wenn der Herr das kaputt macht, kommt von selber kein Frucht mehr, kannst du niemals Gottes Wille erkennen und verlierst du als Erster deine Freude. Die Bibel sagt, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, die bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn du Frucht tragen, dann musst du als Rebe in der Weinstock bleiben. Und wenn er weg ist, dann kommt von selber kein Frucht, das ist nur eine Sache von Zeit. Und der Feind versucht einfach, dass du als Rebe nicht in der Weinstock bleibst, als Christ nicht eine gute Beziehung mit Jesus hält. Es fängt an mit das Wort, mit das Gebet, mit ein dauerndes Gebet. Nicht nur einmal am Sonntag in die Gemeinde kommen. Das ist schön, das ist eine gute Sache. Das soll dich helfen, in der Rest der Woche deine persönliche Beziehung mit Jesus zu pflegen. Da soll eine Gemeindeversammlung für sein. Eine Gemeindeversammlung ist nicht nur etwas zu bekommen, aber auch in den Herrn etwas zu geben. Dank, Lob, Anbetung für alle Gnade, die Gott dir während der Woche gezeigt hat. Dann möchte ich zusätzlich noch ein paar Dinge sagen, über was hindert ein Gebetsantwort. Behinderungen in dein Gebetsleben. Wir haben natürlich Leute, die denken, ich bin sehr wichtig, ich möchte einfach das tun, was mir gefällt. Und ich habe kein Interesse, um Gott zu fragen, weil ich schaffe das selber schon. Ne? Diese Hochmut sieht man leider oft heute da. Tatsache ist, wenn du betest, kann es oft sein, dass deine Gebete nicht beantwortet werden. Warum ist das? Warum ist es so, dass jeder sicher erlebt, du betest, du kommst keine Antwort. Richtig? Das hat jeder mal erlebt. Oder nicht der, mindestens. Es kann verschiedene Gründe haben. Wir möchten ein paar Gründe kurz besprechen. Der erste Grund ist unsere Sünde. Deine unbekannte Sünde kann ein Grund sein, warum Gott sagt, ich höre dich einfach nicht. Ganz praktisch. Junior hat Geld gestohlen von seinen Eltern oder so. Oder etwas kaputt gemacht. Sie niemals entschuldigt, kommt zu Papi und sagt, Papi, darf ich das und das und das haben? Und dann wird er sagen, oh, warte mal, du hast das kaputt gemacht, das gestohlen und so weiter. Nee, nicht entschuldigt, nicht in Ordnung gebracht und du willst noch etwas von mir haben. Das machen wir sicher nicht. Erstens, dass man in Ordnung gebracht wird. Ja, das ist normal. Das Gleiche sehen wir in Jesaja 59. Das sagt Gott zu sein auserwähltes Volk, das ist 1 und Vers 2 von Jesaja 59. Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne. Und seine Ohren sind nicht dick geworden, dass er nicht höre, sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen das Angesicht von euch, dass ihr nicht gehört werdet. Es können einfach als Kind Gottes unbekannte Sünden sein. Das sind dich und der Herr. Das kannst du selber mal anschauen und überlegen, ist da eine unbekannte Sünde zwischen mich und dem Herrn, warum Gott einfach ein bestimmtes Gebet nicht beantwortet. Das musst du selber mal dem Herrn überlegen. Selbst untersuchen. Zweitens, Egoismus. Ja, der alte Mensch ist sehr egoistisch. Ich brauche das. Ich will das.
Ik ben kleines baby met een avond, dat is het. Ik win! En dan komt een ganse rij van dingen die je denkt die je braucht. Jacobus 4, vers 2 sagt: Ihr seid begierig und erlanget es damit nicht. Ihr hasset und neidet und gewinnt damit nichts. Ihr streitet und kriegt. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Ihr bittet und kriegt nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich dahin, dass ihr es mit euren Wollüsten verzehrt. Mit anderen Worten, das ist ein weltlicher Christ, die Dinge haben möchte, um in seiner Wollüste zu verzehren. Und dann Vers 4 wird angesprochen über die Leute, die Freundschaft mit der Welt haben möchten und die werden Feinde Gottes genannt. Weltliche Christen. Ich will das, weil mein weltlicher Freund oder mein weltlicher hat das auch und ich will das auch haben. Das sind aber junge Christen auch. Die denken dann von, das sind ältere Christen, die jetzt mit den Händen unterwegs ist, hat einen bestimmten Lebensstil, Haus, Auto. Ja, wieso hat er das und ich nicht? Ich muss das auch haben. Ja, das kannst du beten, aber er ist schon Jahrzehnten unterwegs. Und du noch nicht. Du musst ein bisschen Geduld haben. Ja, aber ich will. Dann kannst du ja, du musst ein bisschen Geduld haben. Und Geduld kommt durch Trübsal. Amen. Herr, erlernt mich Geduld. Hier hast du ein paar Trübsal, sagt er. Das kommt auch dazu. Dann lernst du Geduld. Dann lernst du den Herrn, auf den Herrn warten. Das meiste, was die Leute heute in der Schweiz beten, ist einfach um Geld und Gesundheit. Na gut, nehmen wir an. Gott gibt dich Gesundheit. Was machst du mit der Gesundheit dann? Fangst du an, Dinge zu tun für den Herrn? Dich einzusetzen für Ortsgemeinde, für eine Mission? Was tust du mit deiner Gesundheit? Ihr habt ein paar junge Jungs hier, die sind junge Leute. Okay, was tust du mit eurer Zeit? Euer Leben, eure Gesundheit hat Gott dir geschenkt. In einem Land wie die Schweiz, christliche Eltern, ist wunderbar. Was tut ihr damit? Es ist einfach nicht für eure eigene Vergnügung, aber um auch den Herrn etwas zurückzugeben. Zweitens, wir sind in Jakobus, Jakobus Kapitel 1, Vers 7 und 8, eine Behinderung. Ein Zweifler. Solche Menschen denken nicht, dass er etwas von den Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Jemand, der nicht den Glauben bildet, aber immer zweifelt. Du kannst beten, dass Gott dich mit seinem Heiligen Geist füllt. Nicht, dass Leute sagen, na weißt du was, ich spreche dir zu und ich habe die Heiligen, aber darüber, diesem Blödsinn rede ich nicht. Frag den Herrn, dich zu füllen mit seinem Heiligen Geist. Und wenn da Schwierigkeiten sind, Herr, sag, Herr, warum sind da die Schwierigkeiten? Zeig mir, warum das ist. Muss ich mehr für Leute beten? Muss ich vielleicht einen Job oder Dinge ändern? Betet. Frage für Weisheit. Ja, und er war da ein Zimmermann und die waren Dach an Arbeiten. Hoch, so viel Stocke, und dann hat er angefangen nach unten zu gleiten und hat gesagt, oh Gott, help mir, oh, hilf mir. Und letzter Moment war da ein Nagel und dann ist er da hinten Haken geblieben und hat dann gesagt, oh, ja, okay, brauche ich mir zu beten, die Nagel hat mich gerettet. Das sind die meisten Christen heute. Man hat eher Ärger oder Schwierigkeiten, oh Gott, help mir. Gott hilft dich irgendwo durch etwas Natürliches. Oh ja, gut, na, Herr, mach ich mir zu beten, vergiss es, weil das und das hat mich geholfen. Ja, aber ist vielleicht der Herr, die das da platziert hat, um dich zu retten oder zu unterstützen. Und du denkst, ach, das ist nicht der Herr gewesen. Nein, es ist der Herr sicher gewesen. Aber er verlangt auch, dass du dann ihm dafür dankst. Da können Schwierigkeiten in der Familie sein. Wenn du krank bist, dann fangst du an zu beten. De Kinder sind in Schwierigkeiten. Dann fangst du an zu beten. Du hast Job verloren. Dann fangst du an zu beten. Du kannst deine Rechnungen nicht bezahlen. Dann fangst du an, die Gebetsstunde zu besuchen. Und dann, wenn die Wolken weg sind und der Regenbogen kommt, die Sonne fängt an zu scheinen. Ah, ja, ist wunderbar. Ja, die Gemeinde und die Gebetsstunde, die brauchen wir nicht mehr. Preisen Herrn. Wir können nur ohne das arbeiten gehen. Aber ich kann Zeit mehr zu verschwinden. So ist oft die Einstellung. Und der Herr sieht das schon. Er sagt, aha. Ich helfe dich aus, du bekommst einen Segen und dann, wenn es okay ist, dann nimmst du keine Zeit mehr für mich. Und dann bist du so ein Christ. Das passt nicht. Wir sollen auch den Herrn dankbar sein und treu sein, wenn es uns gut geht. Eine der Behinderungen im Gebet ist ein Geist, der verweigert zu vergeben. Vergib uns unsere Fehler, Sünden und so müssen wir auch denen vergeben, die uns gegen uns gesündigt haben.
Bitterkeit is een grote grond waarom God kein gebed beantwoordt. We hebben een menge verbitterde christenen de laatste dagen. In Efeze kapitel 4, vers 32 lezen we: Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Maar wie hat Gott dich vergeben? Du kommst aus Sünde zu ihm, hast eine Menge Dinge falsch gemacht, gegen Gott gesündigt, gegen Eltern gesündigt, gegen andere gesündigt. So, Gott, bitte rette mich. Gott nimmt deine Sünde, platziert sie auf deinen Sohn und du bekommst Jesu Christi Gerechtigkeit durch Glaube allein. Keine Bedingung, nur ein bußfertiges Herz und Glaube an Jesus Christus. Gott sagt, so sollst du auch einen anderen vergeben. Ein anderer hat dich ganz böse angetan und sagt, ich verzeihe. Wenn er sich verweigert zu entschuldigen, ist er zwischen ihm und dir nicht in Ordnung, aber du erlaubst nicht die Wurzel von Bitterkeit in dein Herz aufzukommen, und du hast ihm schon vergeben. Du sagst, wie weißt du, dass ich ihm vergeben habe? Du kannst für ihn beten. Wenn du nicht mehr für ihn beten kannst, ist noch immer eine Wurzel von Bitterkeit. Das sind Leute, die sagen, ja, muss ich einen anderen lieben und so weiter, aber es sind so viele Christen, die andere hassen. Weißt du, was ein Grund ist, warum ein Christ einen anderen hasst? Wegen klarer Predigt. Wenn du in eine Gemeinde kommst und der Prediger sagt, das ist nicht richtig, du sollst Buße tun davon, dann denkst du noch einiges, das heißt nicht immer. Mir sagen, was ich alles falsch habe. Wer ist denn überhaupt, mir das mitzusagen? Und du fängst an, einen Grog über den Prediger zu bekommen. Weil Gott einfach einen Prediger gebraucht, um dich zu warnen und sagen, hey, hör damit auf, bring das in Ordnung, weil das behindert die Sinne, die ich für dich habe. Groll haben. Wir haben das schon in Jakobus gesehen. Jakobus ist ein Brief, der vieles darüber zu sagen hat. Jakobus 5, Vers 9. Viele haben einen Groll. Auf einen anderen, indirekt auf Gott. Seufzet nicht miteinander, liebe Brüder, auf dass ihr nicht verdammt werdet. Sieh, der Richter ist vor der Tür. Seufzen, jammern. Wieso das? Ach Gott, waar bist du dan? Wenn ich dich brauche. Wieso hast du das erlaubt? Die Christen kunnen sehr böse sein. Und viele Christen kunnen sehr hässlich sein zu anderen oder zu Pastoren. In einem Versammlung waren zwei Diakonen, die haben 17 Jahre nicht miteinander geredet. 17 Jahre lang nicht. Böse miteinander. In der Gemeinde war ein Teil ist hat untergesessen, ein anderer Teil über auf dem Balkon und die haben nicht miteinander gesprochen, die zwei Gruppen. Man kann sich vorstellen, was eine feine Atmosphäre das ist, wenn er dann einem Sonntag da reinkommt. Ich habe es mal gehabt, da die Gemeinde gepredigt und der Diakon, die war eine Person, die gerne was getrunken hat und geraucht und er hat immer dann so, wenn der Predigt angefangen hat, dann hat es vielleicht 10 Minuten gedauert und ging es. Und ich habe was gesagt, was mir nicht gefallen hat, ging es noch lauter, weißt du? Na, aber gut, wenn du dann regelmäßig auf die Straße predigst und du hast Leute, die dann dich anschreien oder dich mit Wasser oder Mehl vom Fenster segnen, dann macht nicht so viel aus. Du hast dich gelernt zu konzentrieren auf die Botschaft und dann auch ein paar Diakonen. Einer hat dann sich gelegt auf den der erste hat man diese Kirche mit diesen Holzbänken. Hat er sich da so gelegt, und hat dann so einfach so angefangen. Schnarchen, niemand konnte sehen, dass er das war, weil er hat sich da gelegt und hat einfach so. Und die erste Bank hat es angefangen zu schnarchen. Aus Abscheu vor der Prediger und der Predigt. Ja, das sind Christen. Diakonen. Weißt du? Ich soll niemals so etwas tun. Nein, natürlich nicht. Du bist so ein Heiliger, du hast niemals so ein Groll, richtig? Nicht gegen Gott, nicht gegen den Pastor, nicht gegen den Prediger. Und das kommt dann noch. Mach dir keine Sorgen. Und nochmals, ich habe. Ja. Leute, die haben Zucker Tank getan, Benzintank getan vom Auto vom Pastor. Weil er hat Dinge gesagt, das war nicht richtig für die Gemeinde. Plötzlich war der Pastor, wollte nach Hause fahren, ja, die Reifen von dem Auto waren kaputt gestochen. Ja, ein paar Teenager, die haben nicht gerne gehabt, dass der Pastor so klar gepredigt hat. Nou, die hebben direct daarin gezeigt, wat ze daarvan gedacht hebben. Dan konden de pastor iemand anders naar boven komen. Die zegt, oh, dat is een Christen toch niet hier in de schrijf. Du kennst die alte mensen in je natuur niet. Deine natuur is nou die gleiche wie die natuur van een ongläubigen.
Christen kunnen ganz gemein zijn. Ganz gemein zijn. En die kunnen jarenlang verweigeren te vergeven. En nogmaals, leren te vergeven. Deine bitterkeit muss raus. Erlaubt dat niet. In den Herrn gibt een paar referenties darüber. Als kleine ermutiging voor euch. Erstens, euch Männer. Kolosser Kapitel 3, Vers 19. Dat sagt folgendes: Ihr Männer, liebt eure Weiber und seid nicht bitter gegen sie. Ja, die liebe Frau, die kann vielleicht ganz lieb nach außen tun, denkst du, ja, aber du denkst dann, ja, aber du weißt nicht, wie sie zu Hause ist. Und sie kann Dinge tun, die das Blut unter den Nägel herholen, und die Bibel sagt doch, als Gebot, sei nicht bitter gegen sie. Das heißt, lerne sie zu verzeihen. Das ist auch ein Grund, warum ab und zu Gebete von Männern verhindert werden. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7. Wenn du nicht aufpasst, Vers 7, desselben gleichen von 1. Petrus 3, die Männer wohnen bei ihren Männern mit Vernunft, das ist bei euren Frauen, und gebt den weiblichen aus dem schwächsten Werkzeuge seine Ehre, als auch Miterben die Gnade des Lebens, dass eure Gebete nicht verhindert werden. Gib sie Ehre. Sie ist das schwachste Werkzeug. Sie braucht mehr Ehre. Sie braucht mehr Anerkennung. Sie braucht mehr Lob. Gib sie das auch. Ja, hat man gesagt, na, wenn du mal wusstest, was für eine Frau ich habe, sollst du das nicht sagen. Dann sagt er, ja, aber Gott weiß, was für eine Frau du hast. Und er hat es gesagt. Du sollst sie lieben. Das Schwerste für einen Mann ist, seine Frau zu lieben, auch unabhängig, was seine Frau tut. Und für eine Frau, sich ihrem Mann zu unterordnen, unabhängig, wie er sich benimmt. Hier ein Bruder, der hat zu einem Richter gesagt, und der Richter gesagt hat, ja, du hast aber eine Frau verlassen, das geht nicht. Na, sagte, nein, sagte der Mann, na, ich habe meine Frau nicht verlassen. Wenn du wusstest, was eine Frau ich habe, ich bin für sie geflohen. Also, ja, die Frau hat da die Hose angehabt, das war klar, und hat ihn dann auch physisch bedroht. Er ist einfach geflohen. Hat auch seine Begründung gehabt. Nogmaals, Ehemann, du musst die Bitterkeit in deiner Frau aufgeben, anders werden deine Gebete nicht beantwortet. Das heißt, es gibt einige Begründungen, dass dein Gebet nicht beantwortet kann sein. Das kann zweifelhafter Geist, Egoismus sein, ein Groll, ein unvergebender Geist, Verbitterung und Dinge, die Gott nicht gefallen, die du tust. Und Gott sagt, das gefällt mir einfach nicht, was du tust. Hör damit auf. Dann möchte ich schließlich sagen, Gott hat einige wunderbare Verheißungen gegeben. Wenn du sagst, Gott, ich brauche eine Ermutigung in meinem Gebetsleben. Gott hat dich einiges gesagt, was sehr wichtig ist. Ich möchte ein paar Referenzen am Ende lesen, die ihr aufschreiben könnt oder vielleicht später auswendig lernen möchtet. Ist auch wichtig. Wenn du mal betest, sagst du, Gott, ich bitte das aufgrund von der Verheißung, die du hier gibst in deinem Wort. Philipper Kapitel 4, Vers 6 und Vers 7. Sorget nicht, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, welche höher ist in aller Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Also lerne alles, alle Dinge im Gebet vor Gott kund zu werden. Das ist eine wunderschöne Verheißung, die du beanspruchen kannst, wenn du das brauchst. Philipper 4 sind genommen, Vers 13, ich vermag alles, durch den, die mich mächtig macht, Christus. Alles. Alles vermagst du, aber es ist nur durch Jesus Christus. Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber erfülle alle eure Notdurft nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Alles, sagt er, alle Notdurft. Ihr möchte er erfüllen. Er sagt ihm, ich soll dich niemals verlassen. Hebräer 13, Vers 5. En lassen wir uns mit Freudigkeit zum Gnadenstuhl kommen, dass wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden. Hebräer 4, Vers 16. Und schlussendlich in 2. Korinther 12, Vers 9 sagt der Herr, meine Gnade soll genügend sein. Ab und zu erlaubt Gott, dass wir kein Antwort auf das Gebet bekommen. Du sagst, warum nicht? Wie bei Paulus. Paulus hat dreimal gebetet, Herr, lasse ab von dieser Pfahl des Satans. Und Gott sagt, nein. Wahrscheinlich war das Problem mit seinen Augen. Er hat es gebraucht als Prediger, um zu lesen, zu schreiben. Er hat seine Augen, seine Sicht verloren. Und Gott sagt, nein, du bekommst keine Antwort. Warum nicht? Meine Gnade genügt. Du musst dich lernen, auf meine Gnade zu verlassen.
We haben gesungen am Anfang in Lauberflied 466 über das Herrn Jesus bald kommen möchte. Das ist eine Sache, die mir größer wird, dass wir verlangen, ihm zu sehen, bei ihm zu sein. Wenn wir hier Dinge sehen auf Erde, die nicht beantwortet werden, weil Gott sagt, das wird beantwortet, wenn du bei mir bist, im Himmel bist. Und die Sehnsucht möchte er in uns erwecken, dass ab und zu bewusst keine Gebete noch nicht beantwortet werden, dass wir ein Verlangen haben und ein Überzeugen haben, wir gehören nicht hier auf diese Welt, unser Heim ist oben, im neuen Jerusalem, dort wo der Herr ist. Und diese Himmelssinnung, diese Überzeugung, dass wir dort gehören, die kommt oft durch Dinge, die nicht in diesem Leben beantwortet werden im Gebet. Nicht, dass Gott böse ist, er ist ein himmlischer Vater. Einmal soll er uns erklären, darum habe ich das damals nicht beantwortet, aber später, oder vielleicht im Himmel, dass unsere Sinnung himmlisch und nicht auf diese Erde gerichtet ist oder bleibt. Möge der Herr euch diese Gnade schenken, um nicht bittet zu Gott zu werden oder zu bleiben, aber immer in Dankbarkeit auf ihn zu schauen. Amen. Dass wir zusammen noch Lied Nummer 461 singen, um abzuschließen. Lied Nummer 461. Wenn der ewige Morgen tagt und die Zeit wird nicht mehr sein, wenn in alle Gräber tönt des Königs Wort, wenn einst Millionen kommen vor den Richtern groß und klein und der Herr die Seinen ruft, bin ich dort. Wenn der Herr die Seinen ruft, wenn der Herr die Seinen ruft, wenn der Herr die Seinen ruft, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Denn die Lippen Gottes flammen in den großen Weltenwald und Gott seinen Feinden zurück weichet fort. Aber freundlich denen naht, die da stehen vor rechter Hand und der Herr die Seinen ruft, bin ich dort. Wenn der Herr die Seinen ruft, wenn der Herr die Seinen ruft, wenn der Herr die Seinen ruft, durch die Gnade meines Heilens bin ich dort. Lass uns doch mit Ernst bedenken, jedes Tages Wichtigkeit und mit heiligem Eifer folgen Gottes Wort. Dass wir freudig flehen können, komm mal bald, ich bin bereit. Wenn der Herr die Seinen ruft, bin ich dort. Wenn der Herr die Seinen ruft, wenn der Herr die Seinen ruft, wenn der Herr die Seinen ruft, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Amen. Wenn Jesus deinen Namen nennt, hoffe ich, dass du heute sagst, ich weiß, ich gehe mit. Und wenn du sagst, ich bin auch nicht sicher, dass ich mitgehe, dann kann ich nur sagen, verlass diesen Raum nicht, bis du das mit Gott in Ordnung gebracht hast, dass du als Sünder zu Jesus kommst und sagst, Jesus, hier bin ich. Als Sünder möchte ich mich bekehren. Ich möchte Buß tun von meiner Gerechtigkeit, von meiner Religion und glaube an Gottes Sohn Jesus Christus, Gottes Gerechtigkeit. Und dann kann Gott dich aufnehmen als sein Kind, mit seinem Blut deine Sünden wegnehmen. Ich hoffe, wenn du das noch nicht getan hast, dass du das heute tust. Dass wir noch mit Gebet abschließen, Bruder, dann wirst du bitte noch mit Gebet enden.